Alle reden vom Coronavirus und wie wir es loswerden können. Doch durch die ganzen Maßnahmen erleiden ja viele andere dummerweise ein schweres wirtschaftliches Schicksal. Einen Betroffenen habe ich heute mal eingeladen. Es ist die Grippe im Anzug. Hallo. Hallo, wie geht es Ihnen? Miserabel. Dadurch, dass alle diesen Coronavirus loswerden wollen, werden wir anderen Viren ja ungefragt mitgerissen. Das ist natürlich sehr ungerecht. Wo man hinguckt, überall nur noch Mundschutze. Ich habe seit Monaten keine Nebenhöhle mehr von innen gesehen. Ich lande nur noch in Armbeugen. Mein Infektionsherd ist aus. Ja, daran hat natürlich vorher keiner gedacht. Meine ganze Familie ist betroffen. Seit der Kontaktsperre ist meine Tante Syphilis völlig arbeitslos. Die guckt ganz schön blöd in die Gonorrhoe. Also ich drücke Ihnen alle Daumen, dass Sie bald wieder ausbrechen können und sich wieder viele Leute mit Grippe ins Bett legen. Ja, da freue ich mich drauf. Ja. Was machen Sie in der Zwischenzeit? Ferien auf Sakrotan. Ah ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Bitte.